Willkommen zurück bei Call of Duty 4 Modern Warfare. Sichern Sie das Paket, ist das Missionsziel und das werden wir jetzt machen. Das ist der Harris. Baseplate, hier spricht Bravo. Ich würde sagen, das ist eine Atombombe. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell, vermutlich Mix. Hauen wir ab. Soap, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Das Manifest? Alles klar, alle mal nach oben. Pronto! Okay. Warcraft Griffen, wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug nähert sich. Oh, Scheiße. Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, what? Scheiße! Was zum Teufel ist passiert? Das ist nicht gut. Bravo 6, komm verdammt nochmal. Hey Brad, hier Bravo 6. Wir sind auf dem Weg nach draußen. Marsch, Soldat. Wir hauen ab zu den Stehen. Ja, wird aber auch Zeit. Bewegt eure Herrsche, los! Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Ich hab keine Waffe mehr. Boah, das ist ja übel. Boah, das Laufen ist ja... What the? Ich mach meinen Kopf gerade voll schräg. Oh, wow. Oh, oh, oh. Scheiße. Schnell. Oh, und spring! Wir sind alle Bord, los! Verstanden, wir verschwinden. Baseplate, hier Big Bird. Paket gesichert, wir kehren zur Basis zurück. Ende. Ach du Scheiße. Das war heftig. Call of Duty 4, Modern Warfare. Ey, die Mission, die war jetzt gerade echt ein bisschen heavy, ey. Krass. Lade, lade, lade. Komm, schön. Los. Sehr gut. Wohin geht's als nächstes? Ein Wagen kommt. Ah. Weiterverfolgen. Scanning. Ist es hell, verdammt. Hallo? Wieso? Ich kann doch auch alleine laufen, also. Das müsst ihr doch hier nicht tragen. Aber schön vorsichtig ins Auto reinsetzen, bitte. Dann. Au! Au! Verdammt. Wie freundlich, ey. Okay, komm, setz dich mal hin. Soll ich das Mercedes, oder? Was guckst du denn so? Tschüss. Aha, okay. Zähl weiter von zu Hause. Hallo. Oh, Panzer. Ah, Nokia. Oh. Was machen die da? Ah, sie suchen ihre Großmutter.
nicht einfach erschießen? Das geht doch nicht. Krass. Ah, so ein Spaziergang hier. Was heißt Spaziergang? So eine Spazierfahrt. Ist doch auch mal was Schönes. Auf die Arabischen Emirate. Mit Belustigung fürs Volk. Hey. Da lernt man mal andere Kulturen kennen, ne? So sieht's aus. Zack, zack, zack. Ey, sowas macht man aber nicht, ey. Das geht aber nicht, ey. Oh, gut. Ah, die haben sogar ein Schiebedach. Sehr interessant. Machen Sie da. Ah. Könnte ja auch irgendwie so wie so eine Art Vergebungsdingsbums sein, so ein Ritual. Was auch immer. Völkerverständigung. So nennt sich das. So, jetzt sind wir da. Ey, 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 ganz sachte. Boah. Eieiei, ist das eine Begrüßung. Was ist jetzt los? Hm. Ach, ich werde wieder getragen. Das ist aber nett. Ah, das ist bestimmt der Boss. Der ist verantwortlich für das Ganze. Bei dem werde ich mich jetzt gleich mal beschweren, ey. Hallo? Mann, bist du hässlich. Vogel. Ach, das ist so eine kulturelle Verständigungsphase hier. Jetzt? Fängt es an, sagt er. Was willst du? Hallo? Upp. Shit. Ich glaube, das war's. Hm. Tot. Das war aber nicht gerade die nette Art, mich so zu begrüßen, also nein. So, laden. Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Das würde ich doch auch sagen, ne? Das wäre ja schlimm, wenn wir die vergessen würden. Also, naja. Sowas tut man nicht. Wir sind angekommen. Die Loyalisten erwarten uns etwa 1,5 Kilometer nördlich. Abrücken. Loyalisten, was? Sind das abrücken? Die guten Russen oder die bösen Russen? Aber das machen wir jetzt erst nach dem kurzen Break. Bis gleich. Tschüss. Das reicht mir absolut.